Jonas stammt aus Litauen und lebt seit mehr als 2 Jahren in den Straßen von Madrid. Seinen Reisepass hat er verloren. Wer wie er für das Gesundheitssystem unsichtbar ist, der wird mit dem Virus weitgehend allein gelassen. Mindestens 33.000 Menschen sind in Spanien obdachlos. Die Notunterkünfte sind überlastet. Allein in der Hauptstadt leben bis zu 700 Menschen auf der Straße. Aufgrund ihrer Lebensbedingungen sind sie dem Virus stärker ausgesetzt als die Mehrheit der Madrilenen. Pasa un cigarro da otro, ¿entiendes? Pasa una botella de cerveza un da otro. No, si lo pilla un, lo tenemos otro. Hasta ahora nadie lo pilló. Estamos sobreviviendo. Bei den Sozialdiensten der Stadt hat Checo um die Impfung nachgefragt. Die haben ihm gesagt, seine Zeit sei noch nicht gekommen. Jede Woche gehen Dutzende Freiwillige in Madrids Innenstadt, um Kekse und Kaffee an Bedürftige zu verteilen. Einige Wohltätigkeitsorganisationen, die den Obdachlosen auf der Straße helfen, haben die Verwaltung aufgefordert, deren Impfung als Teil einer besonders gefährdeten Gruppe zu priorisieren. Las personas sin hogar son objetivamente una población especialmente vulnerable por un hecho indiscutible, y es que se mueren en la calle. Es decir, vivir en la calle tiene como consecuencia una muerte prematura, y eso lo tenemos comprobadísimo. Es decir, oirás hablar repetidamente que la esperanza de vida media de las personas sin hogar es 20 años inferior a la de cualquiera de nosotros. Von den Behörden fordert er eine radikale Kehrtwendung in der Impfstrategie. A la gente que está en la calle hay que venir a buscarla. No puedes esperar que vayan a un centro de salud o que vayan a un hospital. En el momento en el que se considere que se active el que las personas sin hogar son especialmente vulnerables, existen los recursos y la capacidad para vacunar rápido a todo el mundo. O sea que ese no va a ser el problema. El problema es que lo manden, que digan hay que hacer esto. En cuanto lo digan, se hace. Eso no va a ser el problema, ya te lo digo. Nach dem Protest von 40 humanitären Organisationen will die Regierung jetzt zu impfen beginnen. In Obdachlosenheimen, die auf der Straße schlafen, müssen warten. Deutschlands Hauptstadt der Obdachlosigkeit ist Hamburg. Geschätzt 3.000 Menschen leben in der Hafenstadt auf der Straße. Hier ist man schon ein Stück weiter, auch wenn in Zeiten von Corona Menschen wie Martin und seine Frau Anja weiter unter Stigmatisierung und Geldmangel leiden. Durch Covid-19, ne, weil die Leute, die stehen hier Schlange, ne, die gucken uns zwar an, aber ich sag mal, jeder Fünfte oder jeder Achte gibt vielleicht mal was. Vor Covid-19 haben wir noch so am Tag 30, 40 Euro gemacht. Jetzt, wenn wir Glück haben, kriegen wir 15 Euro. Das war's aber auch wieder. Und dann werden wir teilweise angeguckt, ja, ihr Obdachlosen, Spinner, verpisst euch und, und. Ich finde es gut, dass die Obdachlosen umsonst geimpft werden, dass wir uns umsonst testen lassen können. Aber die Stadt Hamburg macht allgemein für die Obdachlosen viel zu wenig. Und wir kriegen eigentlich immer nur Dinge vorgesetzt, wie zum Beispiel auch die Impfung oder sowas. Und wenn du das nicht machst, bist du im Grunde genommen ein Mensch zweiter Klasse. Ein bisschen Wasser gießt er aber doch noch in seinen Wein. Ich bin echt erfreut darüber, dass es so viele Möglichkeiten für Obdachlose gibt, ohne irgendwelche Probleme, irgendwo schlafen zu können, was essen zu können. Wir haben so viele Möglichkeiten, hier irgendwo was essen zu gehen. Das ist mir vorher nicht bewusst gewesen. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Neben der städtischen Sozialbehörde sind es vor allem die christlichen Kirchen, Diakonie und Caritas, die sich um die Obdachlosen kümmern. Allein in diesem Zentrum hier können täglich 200 Menschen ein gutes, warmes Essen bekommen. Für 2 Euro die Mahlzeit. Schönes Wetter heute, unsere nette Leute. Schönes Wetter heute, unsere nette Leute. Überall ist Glück und Sonnenschein. In einem Märchen treffen sich die Pärchen. Nur ich bin so allein. Guten Tag.
Seit der EU-Erweiterung sind 3/4 der Obdachlosen in Hamburg Osteuropäer. Polen, Bulgaren, Rumänen. Zwar stellt die Stadt im Winter über 1500 Übernachtungsplätze, meist in Massenunterkünften wie hier, aber Ende des Monats ist damit Schluss, Sommerpause bis November. Um Hamburgs Politik gibt es seit langem Streit. Mehrbettzimmer in Unterkünften für bis zu 400 Menschen seien ein Einfallstor für das Virus. Im Frühjahr mussten Feuerwehr und Polizei nach einem größeren Corona-Ausbruch alle 150 Bewohner ausquartieren. Da war es so, dass in einer Unterkunft, wo also viele Menschen kürzer oder auch länger sind, eine niedrigschwellige Unterkunft, dass da im Rahmen der regelmäßigen Schnelltests Infektionen aufgefallen sind. Wir haben dann alle verlegt an einen anderen Standort. Und für diejenigen, bei denen es zu einer Infektion gekommen ist, für die hatten wir ohnehin Quarantänestandorte vorbereitet. Die gibt es ohnehin und die sind dann natürlich auch separat untergebracht und auch versorgt worden. Um eine Ausbreitung zu vermeiden, hatte das Gesundheitsamt im April eine mindestens 2-wöchige Quarantäne angeordnet. Das Containerdorf liegt weit draußen vom Stadtzentrum und funktioniert bis heute. David stammt aus Schottland und ist in Hamburg gestrandet, aber er hatte Glück. Von der Straße weg ist er in einem Hotel untergebracht worden. Vor allem freie Träger sind es, die leerstehende Hotels angemietet haben, wo Obdachlose in kleineren Wohneinheiten unterkommen können. Bis zu 80 Zimmer stehen bereit. 30 Euro pro Zimmer kostet das die Hilfsorganisation, inklusive warmer Mahlzeit, Hygieneartikel und Wäschegeld. Einfach aber eben die Möglichkeit geben, dass Menschen einen Schutzraum haben für sich alleine. Und eben nicht Zimmerbetten von anderen mitnutzen müssen. So hätten wir uns das für alle gewünscht, alle 3000 Menschen in Hamburg. Oh, absolut. Wenn man auf der Straße ist oder in der Sammelunterkunft, duschen zusammen und hier in einem Hotel, das ist ein wunderbarer Angelegenheit, weil es wie ein halbwegs Haus zur Normalität. Heute Morgen werden im Hotel Schanzenstern alle 20 Bewohner von einem mobilen Team des Roten Kreuzes geimpft. Mit dem Einmalimpfstoff aus den USA, der keinen zweiten Termin verlangt. So ist garantiert, dass auch diejenigen, die sich wieder auf die Straße machen wollen, komplett durchgeimpft sind. David ist erst einmal erleichtert. Er hat in Hamburg beides gefunden, Impfschutz und eine vorläufige Bleibe. Aber nur 2 Monate ist das Zimmer bezahlt. Davids Zukunft ungewiss. 1500 Kilometer nördlich von Hamburg besucht Sozialarbeiter Juhani 2 seiner Klienten. Maja und Tommy leben in einem Vorort von Helsinki in stabilen Verhältnissen. Finnland geht schon seit Jahren konsequent gegen die Not auf der Straße vor. Das Programm Housing First vermittelt Wohnungslosen so schnell wie möglich eine Bleibe. Sie sprechen über Majas 2. Impfung. Jahrelang war sie drogenabhängig. Tommy schlägt zum ersten Mal Wurzeln, wie er sagt. Fast alle früher wohnungslosen Menschen in Helsinki sind in Wohnungen untergebracht. Die Mieten werden von der Krankenkasse übernommen. Inzwischen sind viele bereits gegen Covid-19 geimpft. Krankheitsfälle selten. Obdachlosen Menschen ein permanentes Dach über dem Kopf zur Verfügung zu stellen, könne jedes Jahr bis zu 15.000 Euro pro Person sparen, bestätigen auch die Behörden. Noch fällt es Maja schwer, zuversichtlich zu sein. Erst einmal die Menschen von der Straße holen. Das ist das Ziel von Housing First. Alles andere kommt danach. Finnland ist das einzige Land Europas, in dem die Zahl der Obdachlosen seit Jahren sinkt. Vahvuusasunto ensin niinku hankkeessa on, niin kyllä mulla se näyttäytyy siten, että siinä kohtaa saadaan ikään kuin määrätyllä tasolla niin katkeamaan se kierre.
Gemeinsam fahren sie heute dorthin, wo Tommy und Maja früher Platte machten. Sie haben begriffen, dass ihnen auch die Impfung die Integration in die Gesellschaft erleichtern wird. Auf dem Vasaplatz in Helsinki, einem bekannten Obdachlosentreffpunkt und Drogenumschlagplatz, dort wollen Tommy und Maja Bekannte aus schlechteren Zeiten davon überzeugen. Denn die wenigen noch auf der Straße Lebenden haben zwar ein Anrecht, sind aber nicht immer bereit, sich impfen zu lassen. Tommy und Maja sind erst geimpft. Mit dem eigenen Beispiel wollen sie Überzeugungsarbeit leisten. Und die anderen überreden, auch ins Wohnprogramm zu gehen. 270 Millionen Euro hat Finnland seit 2008 für neue Wohnungen und 300 zusätzliche Sozialarbeiter ausgegeben. Für die beiden hat sich das gelohnt. So eng ihre Beziehung zum alten Viertel auch noch sein mag, Tommy und Maja fühlen sich nicht mehr in der Misere. Mulla ei ole kokemusta, mä näin pitkälle en ole koskaan päässyt tässä yhteiskunnallisessa elämässä. Niin, ja työelämään hakeutuminen vielä, mä oon toiveikas. Ja toinen on se, että saadaan se koti rakennettu, tehty yhteiseksi, se saadaan niin kuin arki vakaantumaan ja sitten sen jälkeen työelämä. Kuntouttavaan työtoimintaan hakeutuminen niissä puitteissa, kun pystyy, ja niin kuin siihen totuttautuminen ja eläminen. Nicht erst seit Corona steigt in vielen Ländern Europas das Interesse an Housing First. Für Tommy und Maja war es ihr erster Schritt in die Normalität. In zwei Wochen dann der nächste. Sie lassen sich zum zweiten Mal impfen.